Lieber Herr Bischof, Sie waren gerade auf der Friedenskundgebung. Wir haben eine sehr emotionale Rede gehört, bewegende Geschichten. Wie wichtig ist der Katholikentag in diesen Krisenzeiten? Jetzt hat er die große Aufgabe, diesem furchtbaren Krieg ein Gegenzeichen entgegenzubringen. Und dieses Gegenzeichen heißt, wir stehen Seite an Seite mit der Ukraine. Wir haben tiefes Mitgefühl gegenüber den vielen Opfern, den schrecklichen Taten. Und wir wollen alles tun, dass das so schnell wie möglich ein Ende hat. Dazu brauchen wir Stärke, eigenes Bewusstsein und zur Bewusstseinbildung, dass wir hier helfen müssen. Mit Worten, im Gebet, aber auch mit Taten. Das soll auch vom Katholikentag mit ausgehen. Jetzt war ja lange unsicher, in welcher Form der Katholikentag überhaupt stattfinden kann, wegen der Corona-Pandemie. Jetzt läuft dieser Katholikentag seit anderthalb Tagen. Wie nehmen Sie die Stimmung in Stuttgart wahr? Ich nehme die Stimmung in Stuttgart wunderbar wahr. Ich war jetzt viel unterwegs in der ganzen Stadt, habe schon Stände besucht und habe unterwegs viele Leute getroffen. Es war eine herzliche Atmosphäre, immer gute Begegnungen und Gespräche. Und ich habe auch den Eindruck, die Menschen freuen sich, dass wir solche Begegnungen haben, denn unser Leben lebt von Begegnungen. Begegnungen auch im Gebet, im gemeinsamen Singen und in der Feier der Eucharistie. Und von daher gehe ich sicher gestärkt aus dem Katholikentag nach Hause. Und ich hoffe, dass das viele andere auch tun und aus dieser Kraft und Stärkung heraus dann sich für den Frieden einsetzen, für eine gerechte Gesellschaft, für Versöhnung unter Unversöhnten. Da haben wir eine große Aufgabe. Das Motto dieses Katholikentags lautet Leben teilen. Was bedeutet Leben teilen für Sie? Wir haben ja vorher von einer Mutter gehört, wie sie ihr Leben in den letzten Wochen und Monaten selber erlebt hat, wie sie den Krieg erlebt hat, der sie vertrieben hat, bis hierher nach Deutschland. Wenn sie mit uns das Leben so mitteilt und wir daran Anteil nehmen, entsteht eine große innere Solidarität, die uns motiviert zu handeln. Das ist ein Beispiel für viele andere Bereiche, wo wir, wenn wir leben, teilen, daraus stärker hervorgehen, als nur Egoisten zu sein. Ist das vielleicht auch das Zeichen, was von diesem Katholikentag dann in die Welt geht? Ich wünsche mir das, dass dieses Zeichen in die Welt geht, in unsere Gesellschaft geht. Denn bei allem Miteinander und Solidarität, was wir auch spüren, bin ich schon auch besorgt, dass diese Solidarität anhält. Und ich sage das noch einmal, wenn wir teilen, was wir haben, werden wir stärker und nicht schwächer. Und wenn dieses Signal von Stuttgart ausgeht, dann hat sich der Katholikentag wirklich im besten Sinn des Wortes gelohnt. Vielen Dank für das Gespräch.